Was geht ab, Amigos, und willkommen auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um Fortnite und die Hardware, die ihr braucht, um das Beste aus dem Spiel herauszuholen. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, um nichts zu verpassen, und schreibt was in die Kommentare, um mich zu supporten. Aber gut, genug Eigenwerbung in eigener Sache gemacht, fangen wir direkt an mit dem Video. Fortnite ist bekannt für sein schnelles Gameplay und seine farbenfrohe Grafik. Aber um das Spiel flüssig und in hoher Qualität zu genießen, braucht ihr die richtige Hardware. Beginnen wir mit den grundlegenden Systemanforderungen von Fortnite. Teil 2 – Grafikkartenempfehlungen. Die Grafikkarte ist das Herzstück eines jeden Gaming-PCs. Für Fortnite empfehle ich mindestens eine Nvidia GTX 960 oder eine AMD R9 280. Wenn ihr jedoch in höheren Einstellungen oder in 4K spielen wollt, solltet ihr eine Nvidia RTX 2060 oder eine AMD RX 5600 XT in Betracht ziehen. Teil 3 – CPU und RAM. Neben der Grafikkarte ist auch eine starke CPU wichtig. Eine Intel Core i5 oder eine AMD Ryzen 5 mit mindestens 8 GB RAM sollte für ein reibungsloses Erlebnis sorgen. Für die besten Ergebnisse empfehle ich jedoch 16 GB RAM. Teil 4 – Gesamtsystemempfehlungen. Wenn ihr nach einem kompletten PC sucht, gibt es viele Optionen. Für ein Budgetsystem könnt ihr einen PC mit einer GTX 1650 und einem Ryzen 3 Prozessor wählen. Für das ultimative Fortnite-Erlebnis empfehle ich jedoch einen PC mit einer RTX 3070 und einem Ryzen 7 oder Intel Core i7. Teil 5 – Tipps zur Optimierung. Unabhängig von eurer Hardware gibt es Möglichkeiten, Fortnite zu optimieren. Stellt sicher, dass ihr den neuesten Treiber installiert habt, und passt die Spieleinstellung an eure Hardware an, um die beste Balance zwischen Leistung und Grafikqualität zu finden. Das war's für heute. Hoffentlich hilft euch dieser Leitfaden, die perfekte Hardware für euer Fortnite-Erlebnis zu finden. Habt ihr noch Fragen oder einige Empfehlungen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht zu liken und abonnieren, um mehr solche Inhalte zu sehen. Adios, amigos. Ciao, ciao.